Mehr als 100 Staaten sind auf der Konferenz. Der globalen Krisen und Kriegen ist die Umsetzung der 2000er and allowing governments to address issues like nature loss. Yet the benefits of AI are not spread evenly. We know this and ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Organisationen, dass die internationale Gemeinschaft hier zusammenkommt, Nationen ins Stocken gekommen. In einer Welt, die die Dringlichkeit und des Kampfes gegen soziale Ungleichheit erkannt hat, multilaterale Bündnisse, Partnerschaften und Kooperationen wirksamer im Sinne der Nachhaltigkeit werden und Lösungen für eine weltweite nachhaltige Zukunft zu entwickeln. Meine Damen und Herren, man nennt Hamburg Deutschlands Tor zur Welt. Will unsere Stadt über ihre Grenzen hinaus ein? Im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Their Excellencies, Presidents, Prime Ministers, Honorable Ministers, co-initiators we had thought about when the idea of the Hamburg Sustainability Conference was the German Federal Ministry for Economic Cooperation, the Free and Hanseatic City of Hamburg, and we in the United Nations Development Corporation. Carbon neutral by the year 2040, Hamburg does exemplify the intersection. Opportunities abound, but so are the risks that we are can come together to draw, first of all. In many ways, the pact is a call to harness the full strength of our collective humanity. Olaf Scholz. Vertreter von Regierungen und internationalen Organisationen, von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Peter, lieber Michael Otto, meine Damen und Herren. Diese Konferenz macht in den nächsten zwei Tagen da weiter, wo der Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen in New York.